dass kein Sound da ist. Der Sound. Ich stelle den Sound mal schon mal runter auf 25 ungefähr. Uiuiui. Warnung, vom Spiel unbedingt lesen. Ah, bla 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 bla. Epileptische Anfälle. Okay. Dieses übertreibt man mit der Größe Dingens. Ich will mal ganz kurz das Ding einstellen. Moment. Was machst du denn? Oh, mal per Twitter-Account, scheiß drauf. Gib mir einen kleinen Moment. Ba 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 ba. Na, gehst du wohl? Passwort, so. Muss ich aber schon von der Art Schocke gehen, ne? Ja. Nutzungsbedingungen. So. Denk mal, die sind alle auf Europa unterwegs. Na, will er nicht. Ist leiser noch. Muss auf jeden Fall umstellen, dass es hier Dingens ist. Dass immer rausgeht. Da hat man ihn runtergeladen. Oh ja, jetzt bin ich mal gespannt. Was der noch alles runterladen will. Die Musik ist sehr beruhigend. Oh ja, auf jeden. Guck mal, da kommt Jeff auf die Ecke. Guck's an. Hi, Jeff. Nächstes Mal müssen wir warten. Nächstes Mal müssen wir warten hier. Du wolltest ja unbedingt, dass ich spiele. Aber spiele ich es ein bisschen. Schau zumindest mal, ob es funktioniert, bei mir auf PC zu spielen und zu streamen gleichzeitig. Ne? Ein schöner Greenscreen ist ein schöner Greenscreen. Den kann man schön benutzen hier. Ah, Überprüfung der Vollständigkeit der Ressourcen. Ah. Also soll es nicht funktionieren? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das an Anforderungen hat für den PC. Warzone wird zum Beispiel absolut kacke bis gar nicht laufen wahrscheinlich. Gerade wie ein Zaubertrick. Ich kann auch einiges mehr. Hey, jetzt lädt er. CPU-Auslastung ist aber okay. CPU ist bei ungefähr 30%. Das ist Normalbereich. Ah, ist der Tür. Hallo, Tür. Das werden von Warzone entfernt. Ist klar. Hallöchen. Zu Hause. Was ist diese 00000 hier unten? Keine Ahnung, was das sein soll. So, what you're trying to say is that you fell here from another world? Einfach so runtergefallen, klar. But when you wanted to leave and go on to the next world, your path was blocked by some unknown god? Outlanders. Your journey ends here. Das ist laut. Who are you? The sustainer of heavenly principles. The arrogation of mankind ends now. Das ist ein Block. Nett. Ich meine, komm, natürlich kann man dir direkt unter das Ding schauen. Sicher. User-ID. Ah, okay. Roll nicht groß. Ist egal, wie man wählt, ne? Weiblich? Natürlich wollte ich den weiblichen Charakter haben. Ah. Natürlich wollte. Ja, komm, scheiß drauf. Gib einen Namen ein. Nee, komm. Das könnte ich nicht. Ich bin ein WoW-weiblichen Charakter und das ist das Einzige, was da irgendwo machbar ist. Kanon ist der männliche. Nimm mal Kanon hier. Wie geht? Sie hat sich in Voxel verarbeitet, Sauerei. God damn, übertreib. Thank you.
my sister back! Well. Die ID brauchst du, damit die andere enden können, Peter. Okay. The god took away my sister. Some kind of seal was cast upon me, and I lost my power. So while we used to travel from world to world, we are now trapped here. Hm. Nett. Nett. How many years ago was it? I don't know. Oh, hat er einen Penis gezeichnet? But I intend to find out. When I woke, I was all alone. Until I met you 2 months ago. Yeah, Paimon really owes you for that. Otherwise, Paimon likely would have drowned. So Paimon will do her best to be a great guy. Hm. Paimon. Ich verstehe schon, warum die... Let's get going. Oh Gott. Hm. Ach du Scheiße, ich kann die instant bewegen? Niemals. Oh Gott. Oh Gott, ich dachte, ich kann irgendwo mit der Maus zielen und muss drücken zum Bewegen, aber nope, das ist... Oh, Jesus Christ, das ist ganz schön empfindlich. Wow, Kamera. Kann ich ein bisschen runterstellen, nur meiner? Ja, das ist angenehmer. Ich muss meine Dinge jetzt umstellen. Rechte Maustaste ein Dingensen und das ist Dodgen, okay. Okay. Und der Taste ist Sprung. Okay, das ist gerade. Komm mal links. Was links? Ah, oben ist die Klippe. Was da? Suche am Felsen. Zu dem da vorne? Soll ich schwimmen? Ah, oh, hätte mal aufnehmen sollen. Kann ich rauszoomen? Ich kann ein bisschen rauszoomen. Ja, rauszoomen finde ich gut. Oh. Diese Scheißfische, diese Krebse sind schnell. Ich soll versuchen, zu dem Dingenshaus zu schwimmen? Ich weiß nicht. B ist Inventar. Ah, okay. Unbeschwert. Ich find's gut, wie sie quasi im Vorfeld schon klar machen, okay, das ist so viel Zeit ist vergangen, seitdem das passiert ist. Und das ist das Endziel, was man eigentlich hat. Und zwar die eine da besiegen. Hm. Kriegt man die erste Truhe. Ah. Oh mein Gott, schwimmt man langsam. Lass mich raten, mein Ausdauer geht runter, man ertrinkt. Wenn man zu weit weg ist. Wahrscheinlich. Am Arsch. Das schaffe ich doch niemals bis dahin. Nicht sprinten. Okay, ich bin tot. Hey, mein erster Tod. Hurra! Über Breath of the Wild? Ja, auf jeden. Versuch zu dem Felsen zu kommen. Vielleicht überlebe ich das noch. I'm dead. Hey, ich habe überlebt. Hey, Gebirge ist lebt. God damn. Kopfsprung. Wunderschön. Wertvolle Truhe? Oh. Jesus Christ. Hey, wo willst du denn hin? What the fuck ist mit dir falsch? Wo will das Ding denn hin? Verballert sich der erstmal, ey. Like, what the fuck? Jesus, der fährt erstmal 1000 Meter geradeaus. Alles klar. C öffnen. Okay. Artefakt anlegen. Ich würde am ehesten erstmal der Story eigentlich folgen, um das Zeug zu machen. Ah. Ah. Mach mal diese Dinge jetzt erstmal. Beziehungsweise erstmal in die Einstellung reingehen, wenn man es kann. Einstellungen. So. Kameraempfindlichkeit. Tastatur Maus. BSD, bla bla bla. Grafik. Geht eigentlich voll klar. Ich würde gerne auf Fenster gehen, aber es geht anscheinend nicht. Ah, fuck, wieso gibt's da nur so. What? 70.080p als Fenstermodus. Was ist das denn, Mist? Wow. Das ist blöd. Okay. Hm. Ich bin nass. Hm. Okay. Soll noch kommen? Okay. Gibt's einen Autolaufen-Knopf oder sowas? Ich frag nur, weil das mich ein bisschen... stört, dass ich die ganze Zeit hier W drücken musste, nach vorne laufen. Oh. Okay.
Komm schon, Dude, das ist nicht so tief. Also nicht so tief. Es gibt keinen Autolaufen-Knopf? Oh, alter Schwede, im Ernst? Derbe. Das ist wirklich derbe, dass es keinen Autolaufen-Knopf gibt. Hm. Ah, es ist ein bisschen fragwürdig. Kriegt man zumindest später ein Update, Upgrade, dass man schneller schwimmen kann? Weil das ist echt arschlahm. Ich meine, arschlangsam. Meine MS ist grausam? Was ist meine MS? So. Rad 35 findest du grausam? Bro, auf welchem Planeten lebst du, dass das grausam ist? Folge Paimon. Aufdrücken? Okay. Drücke V, nichts passiert. Okay. Da ist aber Schleim. Dieser Stein muss sterben. Oh, ist Wasser gefallen. Ey, he did. Jetzt cool, die Waffen hinter einem herfliegen. Oh Gott, das war ein Frame-Einbruch. Oh. Das war ein heftiger Frame-Einbruch. God damn. Ah, ich hätte, glaube ich, ein bisschen was einstellen müssen. Minimal. Oh mein Gott. Das ist grausam mit der Taste, mit der Kameraempfindlichkeit. Kurz die Grafik mal ein bisschen was einstellen hier. Das brauchen wir zum Beispiel nicht. Ah. Rendering 1.1. Machen wir Schattenqualität ein bisschen runter. Schattenqualität nimmt das meiste weg. Dann entspannt sich die CPU schon. Oder auch nicht, wow. Die CPU entspannt sich nicht, das ist natürlich blöd. Ja, ne? Also. Schatten war jetzt nicht so knorke, machen wir ein bisschen niedriger. Bewegungsunschärfe. Machen wir Bewegungsunschärfe raus. Bewegungsunschärfe ist doof. Ist das schon besser? Geht das? Es geht. Ja, es geht. Okay. Ah, es geht nicht ganz. Er mag es nicht hundertprozentig. Ich weiß aber, woran das liegen kann. Wow. Also ganz gut. Ja, es geht. Okay. Ja. Dann den anderen habt den Stream noch offen und dann macht er alles Zeug. So. Oh. Teleportationspunkt. Öffne das Kartenfenster. Wähle den Teleportationspunkt, den freigeschaltet hast, um nicht hier wieder zu. Okay. M, richtig. Es ist immer M. Es ist immer M, die Karte. Wir hatten ein paar Ruckelfehler, das kann man nicht beeinflussen. Ja, schon, aber es geht halt, dass die Frames auch verloren gehen im Stream. Darum geht's. Es ist halt für Frame-Einbrüche. Frame-Einbrüche sind ein bisschen arg nicht schön anzuschauen. Das liegt dann nicht am Spiel, das liegt am PC. Ohne Tatsache, dass ich halt den Stream noch nebenbei offen hatte. What the fuck ist denn für Geräusche? Wie war das mit Klettern und so? Ui. X zum Fallen lassen und Space zum Hochgehen. Ah. Okay. Wie war das? Fallschaden gibt's, ne? Fallschaden gibt's und man kann auch davon sterben. Das ist gut. Oh, hin. Okay, kein Ding. Climbing depletes stamina and depleted stamina takes time to recover. Okay, let's take the route we planned. We're off to a statue of the seven. Which of the seven are you looking for exactly? Hey, listen. Warum liegt das auf F mit dem Einsammeln? Ah. Das ist merkwürdig.
Es hat stark an Zelda, es ist sehr Zelda Breath of the Wild influenced. Aber es ist normal, das ist. Passiert ständig, wenn Nintendo irgendwo ein neues Zelda raushaut, die Leute nutzen das gerne mal als Vorbild. Oder generell, sie nutzen Zelda als Vorbild generell immer. War vorne eine Kiste. Also der ist flink unterwegs, der Kollege, das ist Respekt. Einfache Truhe. Oh, die Truhe verschwindet. Die Champignons. Ich bräuchte vielleicht jemanden im Voice Chat, der mir ein bisschen Rat und Tat steht, vielleicht ein bisschen später. Einfach mal später vielleicht. Kenshin Impact. Empirisches Impact. Nice. That's a statue of the seven. Aha. Oh, for fuck's sake. War nicht im Spiel. There are a few of these statues scattered across the land to show the seven's protection over the world. Mhm. Among the seven gods, this god controls the wind. Mhm. Paimon's not sure whether the god you're looking for is the animal god, but Paimon will take you to the animal god's place first, and there's the reason why. Ich kann verstehen, dass ihr die deutschen Texte nicht mögt. Das, was sie sagt in-game, ist halt nicht genau das, was da angezeigt wird. As we all know, poetry and language flow like the wind. Oh, ist er so poetisch hier, oder was? Was? Ach, da ist Paimon. There'll definitely be someone there who knows about your sister. At least that's what Paimon thinks. Whether the gods actually answer you is a different story. You never know unless you try. Eins. Action-Schwanz. Ja, super, wie die Echsen schon bearbeitet reinkommen. Glitzer, Glitzer. Oh, ich will das Ding da weghauen. Gotcha. Rohes Fleisch. Ich würde sagen, oh mein Gott, Peter, Peter. Nein. Du darfst auch keine Tierchen umhauen, das ist. Geht nicht. Das macht man nicht. Doch. Gehört sich so. Oh, man kann die Kamera wirklich nicht angenehm nach oben drehen. Das ist. Oh, das. Oh Gott. Also, kameratechnisch müssen die ein bisschen was machen. Es ist nicht schön. Kamera ist ziemlich nah dran, dafür kann man nach oben nicht schnell, aber zur Seite geht schnell. Das ist komisch. Es ist ein Gacha-Game, es ist Free-to-Play, du kannst halt kostenlos spielen, aber kannst auch, glaube ich, Sachen einkaufen. Was ist das? Falsche Geist? Bist du? Ha? Bist du? Kann ich nicht mehr treffen, was ist das? Ah, auch immer es ist. Kenntnisse über Erkundungen. Geheimnisvolle Seli. Oh, komm schon. In. Wie heißt das? Teyvat? Teyvat findest du an vielen Stellen Wesen, die als Selien bezeichnet werden. Schließe dich ihnen bis zu ihrem Ziel zu folgen, könnte das in sonst passieren. Ah, okay. Quasi. Falscher Kopf. Quasi Krox oder was? Bro, ich sehe dich nicht. Quasi Krog-artig. Ein bisschen. Okay. Gut. So Statue da vorne, wa? Natürlich. Hallo? Hey. Ah, hübsche Truhe. Nehme ich, dankeschön. Es gibt es noch nicht auf der Switch, aber auf der PS4, ja. Ich wäre halt gewillt, das auf der Switch zu spielen. Jesus. Chill. Aber das hat halt nur keinen Release-Termin, warum auch immer.
Und ich glaube, die haben aber bisher nichts gesagt, wann das zum Teufel rauskommen soll. Das ist ein ganz komischer Fall. Es wäre natürlich auch möglich, dass es gescrapped wird und es nicht rauskommen soll. Overswitch nach einer Zeit, aber. Ja, man weiß es nicht, ne? Man weiß es nicht. Kannst du die Knöpfe nicht merken? Naja, rechte Maustaste, sprinten und ausweichen. Linke Maustaste ist. Auf One. Habe ich Paimon irgendwo stehen lassen? Paimon! Oh Gott, damit ist er hinten. Renne. Oh Gott, ich muss mir die ganze Scheiße nochmal anhören. Alter. Ist gut jetzt. Komm her. Auf dem Weg. Lauf. Ja. Lauf, flieg, was auch immer. Beweg dich. Beweg deinen Hintern. Whether the gods actually answer you is a different story. You never know unless you try. So let's hop to it. Bewegt ihr? Ich mich sidetracken lassen von so einem komischen Geist. Das geht mir ganz schön auf den Geist. You can swim right over. Schwimmen. Ah, du kannst rüber schwimmen. Der muss echt mal Training machen, was Schwimmen angeht. Es ist erbärmlich, wie langsam der schwimmt. Erbärmlich. Wow. Wow, da kann man sagen, was man will, aber das ist definitiv Zelda-Influenced, holy shit. Soundeffekte, Visuals, Alter. Uff. Art. Mondstadt. Oh, did you just feel the elements of the world? Seems all you had to do was just touch the statue and you got the power of animal. But anime power? If it's anime power, geil, plot armor. As much as they may want it, people in this world can never get a hold of powers as easily as you. Die Fähigkeit habe ich sicher, weil das Ganze ist ziemlich seltsam. Komisch. It's a bit rude to say that about the power the gods just gave you. Wow. If we keep heading west from here, we'll eventually reach Mondstadt, the city of freedom. Ihr heißt wirklich im Englischen Mondstadt? Wow. Mondstadt is the city of wind because they worship the god of animal. Hm. So perhaps because you got power from the god of animal, you can find some clues there. Okay. There are also lots of bards there, so perhaps one of them has heard news of your sister. Oh Gott, das ist eine Badenstadt, Alter. Die arbeiten nicht. Die machen nur tralalala, ich sing dir ein Lied und du bezahlst mir mein Brot. Oh. Let's move then. The elements in this world responded to your prayers and Paimon thinks that's a lovely sign. Oh. Ich weiß, was die Leute gegen Paimon haben. Juch, da ist der Schleim. Also die Elementarfähigkeit auslösen? Okay. Geil, voll daneben. These are the animal powers you got from the Statue of the Seven. Nett. Das war eine Ehre und eine Kuh, das ist nice. Paimon get cool fighting powers. Richtige Information. Halt die Alt-Taste gedrückt, um den Mauszeiger anzeigen zu lassen, damit du Buttons im Fenster wählen kannst. Oh. Oh, das ist
So viel besser. Jetzt müsste nur sein, dass ich halt irgendwo drehen kann. Und sprinten auf einen anderen Knopf hätte. Beispielsweise auf mittlere Maustaste, was ich gerne habe. Ah. Oh mein Gott, man kann das wirklich drücken, einfach so. Das ist okay. Ah, ist interessant. Okay. Bam, badam, badam. Schauen wir mal. Fisch. Ein frisches Stück Fisch. Lecker. Was ist das Maximallevel in dem Spiel? Beziehungsweise. Oh, Kiste. Ups. Wie weit geht das Spiel aktuell? Jesus, what the fuck? We must proceed with caution. 90? Oh Jesus, what? Ich hätte jetzt irgendwo mit 50 oder 60 gerechnet, aber 90? Heilige Scheiße, Mann. Hallo! Ich muss meine QS aufladen, okay. Und meine E hat einen Cooldown. Von knapp 4 Sekunden aus. Ah, ist okay. Kiste! F ist Kiste öffnen. Hm. 90 Charakterlevel. Abenteuerlevel weiß nicht. Okay. Figurenmenü. Stufe die Figur hoch, um ihre Attribute zu verbessern. Ich muss sie selber hochstufen? Wirklich? What? Lass mal. Das ist ein bisschen merkwürdig. Das muss ich zugeben. Das ist ein bisschen merkwürdig. Hallo! Idiot. Das Kampfsystem gefällt mir. Ja, das ist nicht so wild aktuell, aber ich denke, das wird später ein bisschen schwieriger. Guck mal, die beiden hier. Na. Also man kann Gegner hinter einem Zaun festhalten. Auch nicht schlecht. Zuckerblumen ist ein schöner Name. Dumm eines Abenteurers. Boah, die Dinger geht so schnell weg. Sag mal. Diese Einblendungen gehen so schnell weg. Da kannst du nicht mehr durchlesen, was zum Teufel das sein soll. Schau mal. Der Weg führt nach da. Wir sollen echt dem Ding folgen, im Ernst? Wäre es nicht immer besser, in die Stadt zu gehen und zu sagen, hey Leute, da ist ein Riesenvieh, wollen wir es platt machen? Ne? Okay. Hallo! Er kann nicht aus dem Sprung raus angreifen. Das ist natürlich doof. Lass dich aber abschlachten, die Gegner wie The Warrior-Gegner. Oh ja, die Frame-Drops sind aber heftig. Warte mal. Da muss ich vielleicht doch noch ein bisschen was machen. Kann ich nur alles schließen hier am PC, was ich nicht brauche? Ich kann ein bisschen was verbessern.
Vielleicht kann ich es einfach. Warte mal. Duplizieren. Ah, ganz schön. So. Dann mache ich es mal so, dass ich einfach mal als Spiel anzeigen lasse. Aufnahme. Ganz schön. Ja. Das Fenster. Lässt sich nicht anzeigen, was nicht gerade da ist, oder was? Ah, doch. Okay. Ey. Doch, nein. Doch, nein. Ich weiß nicht. Wir haben es nochmal mehrere. Ja, aber beim Stream soll es trotzdem nicht sein. Das ist halt, es liegt dann nicht am Spiel selbst, sondern es ist halt ein Problem mit OBS an der Stelle. Es ist nicht das Framedrops im Spiel Gedingse. Wirklich nicht. Es ist das halt, was ich halt habe, wenn ich hier am PC bin. Die Übertragung. Schauen wir mal. Ah, ich kann mal die Elgato einfach mal ausmachen. Das wäre was, war vielleicht. Vielleicht hilft das ja ein bisschen. Okay. Warte mal. Paimon ist mein Inventar. Das ist ja lustig. Du hast auch einen besseren PC als ich. Und zwar einen klass besseren. Krass besseren PC. Servus! Easy kill. Easy kill. Trotzdem einen gescheiten PC. Ja, geht. Ist halt nur 3 Jahre alt. Das, aber das Spiel läuft halt easy peasy. Ist halt nur die Übertragung. Ein bisschen hakelt. Ach, ich kann auf Shift auch sprinten. Ja, dann brauche ich das gar nicht auf der Dingens, auf der rechten Maustaste. Was soll das Scheiß? Dann brauche ich nicht auf der rechten Maustaste. Was soll das? Ah, ich komme hier aus Bayern. Nee. Das ist angeeignet über Jahre hinweg, ja, mit WoW und allem drum und dran. Und hier. Was? Ich war nicht mal in der Nähe. What? The fuck are you talking about? Was ist das? Don't be afraid. It's all right now. I'm back. Is he talking to a dragon? Nice. Who's there? Oh, ich darf nicht bekämpfen oder was? Das ist natürlich doof. Wir bekämpfen den Drache. Ah. That was close. Paimon almost got blown away. Mhm. Luckily, Paimon managed to grab hold of your hair. Thanks. Nur gut, dass meine Haare noch sitzen. Ich hatte den Drache nicht auf uns abgesehen. Meine Haare. Just what was that? Paimon thought we were gonna get eaten. It definitely has something to do with that weirdo who was talking to the dragon. Mhm. In dieser Welt gibt's also Drachen. Ah. Normal, das mit Drachen zu reden? Of course not. Ah, was ist das für ein rotes Licht da oben? Oh, what's that? Wollte gerade sagen. There's some kind of shiny red thingy on the big rock over there. Let's go take a closer look. Okay. Be careful. Paimon doesn't have a good feeling about this. Nope. Nope, nope, nope. Ich geh zurück.
Ich wollte zu dem komischen Loch, was da war. Was ist das für ein scheiß Loch gewesen? Schweinebacken. Drachen sind seine Lieblingstiere? Naja. Mehr oder minder sind Drachen, je nachdem, wie sie halt dargestellt werden, Echsen oder sonstige Bestienzeugs. Also von daher ist es nicht gerade einleuchtend, was für eine Art man da meint. Ich war nicht mal ansatzweise in der Nähe von dem Ding nebenbei, ja? Oder doch? Ja, ich habe sie getriggert und ist aber hier unten. Nein. Wo war dieses komische Loch? Da war ein komisches Loch. Wo war das? Ich verwirrt, ich sehe es nicht mehr. Ah. Was auch immer es war, wir müssen Spymon. Sonst meckert die gleich wieder rum. Da ist es doch, das Ding. Wo war das hier? Was bist denn du für ein Ding hier? Mein Schatz. Auf dem Brett steht der gekratzt, sieht aus wie mein Schatz. Aha. Okay. Okay. Ich brauche wahrscheinlich irgendwas Erdenergie oder was? Damit ich das hier rausholen kann, warte mal. Gehe ich mal von aus. Immunität gegen Wind? Ugh. Puff. Oh, die brennen das Land ein bisschen nieder. Und mich auch. Das ist nicht nett. Platsch macht er. Oben uns das Ding von dem Drachen. War doch mal das, wenn ein rotes Ding ist. Hallo. Blutroter Kristall. Paimon's never seen a stone like this before. So Paimon can't tell what it is. All Paimon knows is that it's dangerous. Best we put it away for now. Okay, we've got it. Now let's get out of here. Der Synchronsprecher hatte auf jeden Fall eine Menge Spaß bei der Rolle, Paimon zu reden. Holy shit. Das merkt man. Er hatte eine Menge Spaß dabei gehabt. Ich wünschte, wir hätten Outtakes von der. Hätte wahrscheinlich eine Menge lustige Outtakes, ohne Scheiß. Das Erz, das Erz. Kannst du abbauen. Kann gegenhauen, okay. Klassisch, Abbrocke Eisen. Nice. Hey, you! Stop right there! Criminal Scum! Nett. Schöpfung? May the Animo God protect you, Stranger. Dich auch. Oder auch mal. I am Amber, Outrider for the Knights of Favonius. Mhm. You don't look like citizens of Mondstadt. Explain yourselves. Ich kenne die Musik gerade. Da 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 da. Well, we're not looking for trouble. That's what all the troublemakers say. True. Oh, Name ist Gebirges. Doesn't sound like a local name to me. And this mascot, what's the deal with it? Wir sind Freunde. Ist nur was zum Knabbern. Ich sag nicht, wir sind. Es ist nur was zum Knabbern. Ist gemein. Ich mag Paimon. Aber ist nett. I mean, we've only been traveling partners for 2 months, but we've already become the very best of friends. Aww. Herzlich.
So to sum it up, you're traveling partners, right? Well, look, there's been a large dragon sighted around Mondstadt recently. Best you get inside the city as soon as possible. Haben wir gesehen, der ist weggeflogen. It's not far from here. I'll escort you there. Schließlich bin ich ein Ritter? Oh, aren't you out here for some other reason? I am, but not to worry. I can keep you both safe while doing that too. Natürlich. Besides, I'm still not sure if I can trust you two just yet. Du scheinst nicht sonderlich zu vertrauen. Sollte man nicht gerade mit deinen Gästen sprechen? Eieiei. Oh, I'm sorry. Probably not something I should say as a knight. I give you my apologies, strange yet respectable travelers. Okay. That sounded so fake. Do you have something against the type of language usage prescribed by the Knights of Havonius Handbook? Goddamn. Leave it to me. Ember erhalten. Ich hab sie erhalten. What the fuck? What? Oh, kann wechseln. Das ist nice. Drücke R, um Simulus zu aktivieren. Wow. What? Das ist nice. Habe ich auch hier einen Ziehmodus? Nee. Nur auf I habe ich einen Ziehmodus. Das ist nice. Bet you can't keep up with suspicious travelers. What are you doing in Mondstadt? What the fuck hab ich denn da geworfen? He got separated oh mein from Gott, his sister was bist du denn? Really, really long journey. Paimon is his travel buddy, helping him Jesus. Find his sister. Oh, looking for your family? Huh. Okay, let me finish my other stuff first, and then I can help you put up posters around the city. What exactly is it you need to finish doing first? It's simple. You'll understand in a bit. Okay. Soll jetzt C drücken? Ich meine, das abfangen, natürlich. Also, Protagonist hier ist ein bisschen windmäßig. Sie ist auf jeden Fall voll unterwegs, klar. Name sagt alles. Warten? Christ. Oh mein Gott. Ja, aber treib mal mit dem Zeug, Alter. Oh, wow. Wirklich? Huh, was sind deine Hobbys? Baron Bunny, today is another squeaky clean day. Graf von Hoppel. Okay. Sie ist irre. Sie ist irre. Definitiv irre. Kann man sagen, was man will. Sie ist irre. Sie ist eine Pyromanin. Ja, definitiv pyromanisch. Anlagt. Ach, das ist ein Eichhörnchen. Eichhörnchen. Süß. Bam, bam, bam. Oh, was wollt ihr von mir? Die Waffe anschauen. Wechsel. Soll die bessere Waffe anlegen? Okay. Wie gesagt, du musst machen. Aber ist nicht sehr eindeutig darüber, was sie zeigen wollen. Was? Stirb! Have been getting too close to the city recently. My task this time is to clear out their camp. Ah. Na dann. Snipe, snipe. Boom, Headshot. Ich sollte nicht in First Person hier gegen die kämpfen. Na? Die brennen so ein bisschen. Oh, what? Oh, komm schon. Ich bin kein zu großer Freund von Bogenschützen in keinem Spiel irgendwo. Hello there.
kaum machen. Nothing to it. Aha. Though I've gotta say, you surprised me a little with your moves there. Wieso? Ist normale Schwertkämpferei, ja? Da springst du rein, draufhauen und ein bisschen Wind dazu. Easy. Thanks for the backup. How'd it feel? Locker flockig. Locker flockig. Now that you mention it, how is it the hilly trolls ended up here? These creatures don't seem like the type to set up camp so close to cities like this. Exactly. It's more normal for them to be much further out in the wilderness. Ah, ich würde mich freuen, wenn der Text automatisch wegscrollen würde. Ja, nett. But because the dragon, Storm Terror, has been around a lot more recently, our orchards have been destroyed and the local market has been affected as well. Okay. When the storms hit, we usually end up with at least a few injuries, so the Knights of Favonius have been tied up doing the best they can to defend the area. So these annoying creatures have been getting closer and closer to the city? Exactly. That said, clearing this camp helped make the area a little bit safer. Come with me. A responsible knight must make sure to see you to the city safely. Okay. Ich muss mal fragen, in welchem Punkt kommt der MMO-Aspekt rein? Weil bislang ist es halt nur rein Singleplayer. Ab wann ist der MMO-Aspekt der große... irgendwo dabei? Keine Kiste? Buh. Buh. Und ist auf der Karte angezeigt. Hm. Oh. Was ist das, ein Dungeon? Hallo. Tempel des Falken. Aha. Soll ich da schon reingehen? Truppenstufe 20. Okay, nee, danke. Heißt einmal. Ja, ne? Da hinten sind Dinge, da vorne ist ein NPC. Nett. Bam, 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 bam. Wollen wir eigentlich den Teleportpunkt da oben schnappen? Ach, Spiel so, nö. Da ist ein Gegner, haut immer um. Und aktiviert. Dankeschön. Hey, ich wollte gerade das Zeug nehmen. Nein, nicht das. Oh. Jo, ebenfalls. Gibt's. Kann ich angreifen? Ah, theoretisch. What should I cook next? Oh, are you travelers from around here as well? Ich muss sagen, die Charakterdesigns sind nice. No, we just happened to be passing by. What are you cooking? Smells good! I see. Welcome, travelers. I'm Lynn, the survival expert of the Adventurers Guild. As you can see, I'm experimenting with some new recipes. Eat before you go. The first rule in the Wilderness Survival Guide. Ja. Wer nicht vorher isst, der wird auf dem Weg hin sterben. Picnic? Oh, Paimon just loves picnics! My travel partner here is good at cooking as well. Naja. That's okay. Let's see what you can do. You won't get a lot of chances like this to learn from a survival expert. There are some mushrooms and meat in the barrel over there. Try making a chicken mushroom skewer for me. Ich sehe da keine Barrel. Wo ist da ein Fass? Ich sehe ja nichts. Da ist nichts. Das ist gelogen. Lüg mich nicht an. Was soll der Scheiß? Was lügst du mich denn an? Sauerei. Sauerei, du. Einfach am Lügen hier. Was soll ich machen? Diese Pilze und Hühnchen oder was? Ah. Nett.
Reicht so, ne? Reicht so? Reden? Is it done? Nice. Smells good. Let me try. Komm. Uh-oh. Now that's really tasty. You are indeed gifted. Paimon told you so. With your culinary skills, you should try more difficult dishes. Oh, I've got some raw ingredients in my bag. Have them in return for this meal. Can we really have them? Won't you run out of ingredients? That's okay. You should be able to find lots of ingredients when exploring the wilderness. Don't forget to look carefully. There's also a restaurant in Mondstadt known as Good Hunter that sells food and ingredients. Go have a look when you've got the time. That's nett. Okay, thank you for the info. Hey, leave some chicken mushroom skewers for Paimon. Oh, das war ein Leck. Holy crap. Das war ein krasser Leck. Ich war gerade mal überlegen. Das Spiel scheint mir ziemlich gut optimiert zu sein für einen Controller. Und wenn ich vielleicht mal einen Controller anschließen, das mal testen soll. Aber ich habe gerade keinen Controller hier, mit dem ich gut testen kann, leider. Naja, ab in die Stadt. Es ist Timmy. Timmy. Scheiße, alle Tauben. Was soll ich denn machen? Komm doch wieder. Normalerweise tun sie es auch. Was soll ich machen, wenn sie eines Tages nicht mehr zurückkommen? Genauso wie Papa. Oh, ouch. Au. Oh. Ups, war zu weit. Oh. Yikes. Man kann die Hähnchen ab, die Dinge wegschießen. Aber ouch. Das ist ein bisschen harsch. Was passiert, wenn man ein Ding zu weit nimmt? Ein Joke. Hallo. Hey, Kleiner. Tschüss, Kleiner. Hast du vom Löwenzahnmeer gehört? Es gibt dieses Buch, wo ich gelesen haben soll, dass es irgendwo im Mondstadt ein sehr großes Meer aus Löwenzahn gibt. Gibt es sogar kleine sprechende Füchse? Wir wissen, wie es ist, mit Tieren zu reden. Oh. Ich habe nur gesehen, wie ein Mann in grüner Kleidung und mit weißen Socken mit Tieren gesprochen hat. Bin mir zufällig begegnet. Mama erzählt, wie toll er war, aber Mann hat nicht gesagt, dass ich nämlich geirrt habe. Soll eine Anspielung sein an Link oder was? Forget it. Should we tell him or not? Die Eltern. Ein kleiner grüner Zipfelmann, der redet mit Tieren. Swan und Lawrence. Hi. Komm in Mondstadt, Reisender, womit kann ich dienen? Zieh mir was von der Stadt. Mondstadt ist die Krone des Nordens und die Stadt des Hirtengesangs. Es ist so schön, dass man mit Worten nicht beschreiben kann. In der Stadt gibt es wieder einen neuen Baden. Je mehr du über das Leben der Mondstadt erfahren willst, kannst du damit suchen. Okay. Ich muss dazu sagen, dass er recht altertümliche Lieder singt. Ich kann mir nicht erklären, wo er diese tausend alten Lieder kennt. Ah, okay. Was erzählt sich so in der Stadt? Na, viel Schwein. Während ich hier wache stehe, fällt mir manchmal auf, dass sich das Wetter urplötzlich verändert. Dann donnert es wie wild. Nach einer kurzen Zeit ist er wieder normal. Aha. Nicht einmal die Anführer des Ritterordens sollen derartige Kräfte besitzen. Ich komme einfach nicht dahinter. Schwierig. Oh, ich wollte mir auch einen Döner holen. Ich vergesse immer, ich will seit Tagen mir einen Döner holen. Ich komme nicht dazu. Das ist voll mies. Das ist leider voll mies. Oh, das ist voll Mist. Die Statue hat gruselige Augen. Die Stadt ist aber schön. Ich wäre ein guter Synchronsprecher. Nee. Let me officially introduce the city of wind, dandelions and freedom.
Travelers under the protection of the Knights of Favonius, welcome to Mondstadt. Mondstadt, Gebirges, Gebirges, Paimon, Paimon. Mondstadt, Mondstadt, Paimon, Paimon, Gebirges, Gebirges, Mondstadt. Hi. Finally, no more having to camp outdoors. Yay. But the city folk don't look too cheery. Ihr würdet mir erzählen, dass ihr 2 Monate lang in der Wildnis kampiert habt. Ohne Zivilisation. Echt jetzt? Das ist hart. Everyone's been put out of place by storm terror recently. But everything will turn out fine, as long as Jean's with us. Jean? Achso, Jean's. Acting Grand Master of the Knights of Favonius. Jean, Defender of Mondstadt. With Jean on our side, surely even the vicious storm terror will be no match for us. Hoffentlich weiß er das Wort den Gott des Windes. Before I take you guys to the Knights of Favonius headquarters, I have a present for you, traveler. It's a reward for helping me clear out that Hilichurl camp. Aha. Hey, why doesn't Paimon get a reward? Because this reward is useless to you, Paimon. But I'll treat you to a traditional Mondstadt delicacy, sticky honey roast. Was ist die Belohnung? Sind das Schuhe in Größe 45, 46? Die will mir passen. Sticky honey roast. Come with me. We'll head to the city's high ground. High ground? I have the high ground. Don't try, Anakin. Okay, J, um das Auftragsmenü zu öffnen. J. Drücke hier, um Zielverfolgung zu aktivieren und den Auftrag zu verfolgen. Okay. Halte mit der die linke Alt-Taste gedrückt, um den Mauszeiger anzuzeigen. Okay. I feel like running. Okay, dann lauf. Was haben wir hier so schönes? Da vorne ist ein Schmied. Ich denke mal, der repariert Rüstung oder was? Wagner. Wagner Pizza? Nice. Können wir schmieden lassen? Ach du Scheiße. Oh yeah, Schmiedezeit von ein paar Sekunden. Ja gut, das geht ja noch. Oh Gott, das ist wieder so viel Zeug zum Lernen, ey. Was kannst du sonst noch? Was hier die Welt verkauft? Sich um, bei mir Wagner wirst du keine minderwertigen Ware finden. Haha. Wärter. Okay, und Waffen. Ein Söldner Zweihänder? Ha. Okay. Also... Anfangswaffen, so wie es aussieht. Empfangsname der Abenteurergilde. Okay. Inhaber von. Bustling street, but with so many storm terror attacks recently, the usual crowds are nowhere to be seen. Aha, alle Schätze sind einzigartig und sehr wertvoll. Aus dem Grund verhandeln wir nicht mit den Preisen. Und Antausch ist auch ausgeschlossen. Aha. Schau mal, Postfach. Ein Postfach? Postfach? Except for the local tavern near the city wall over there. Nachrichten. Belohnung für 3 Millionen Vormeldungen auf der offiziellen Seite. Okay. Was sagen für die tollen Unterstützung möchten wir dir vorbestimmtes Schicksal als. Ach, Jesus Christ. Nett. Besonderer Windleiter Flügel der Kameradschaft. Ich hab da erst was anderes gelesen. Ah, wie hieß es noch gleich? Flügelfreiheit. Hm. Immer. Ba, 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 ba. Hä? Und. Sondergeschenk zum Start von Genshin Impact. Besonderes Geschenk. Zeug. Cool. Nett. Ankündigungen. Ach, da hat man das ganze Zeug. Eieiei. Oh, das müsste ich auf einem kleineren Bildschirm spielen, das ganze Spiel, weil die Schrift alles riesig. Um Himmels Willen. Eieiei. Belohnung der Vormeldung. Was mir auffällt, es läuft nicht flüssig. Es läuft nicht flüssig. Ohne Scheiß, das Menü ist nicht flüssig. Die FPS droppen jedes Mal hart runter.
Wow. Dankeschön zur Serveröffnung. Aha. 10 Millionen Voranmeldungen. Derbe. Back dazu, Alter. Holy shit. Aber gut, die haben auch gut Werbung gemacht dafür. Ey, man kann sitzen. Nice. Das ist nice. Das ist nice. Hm. Kann man seinen Freunden auch Post schicken? Warte nur. Oder gibt's da nichts? Ah. Die Wunder der Welt. Meins. Doink. Hey, there's something strange over there. Come on, let's take a look. Karte mal schauen. Müssen wir noch ganz hinten gehen, okay. Nass. Metallreaktion? Von Pyroeffekten betroffen, Metallreaktion. Pyroangriffe können Wesen der Pyrokraft zuordnen. Aha, wenn dieses Element mit einem anderen Element in Berührung kommt, kannst du eine Metallreaktion auslösen. Okay. Einige Elementarfähigkeiten verursachen beim normalen Anwenden oder beim gedrückt halten verschiedene Effekte. Mit gezielten Schüssen kannst du die Schwachstellen der Gegner ganz genau treffen. Mit Schwachstellen, okay. Okay. Das ist nichts Besonderes. Nicht, dass du wüsstest. Das ist schade. Hätte ich alle einen Stein einfach hinzu. Per Post gesendet. Du kriegst einen Stein und du kriegst einen Stein und du kriegst einen Stein. Ihr kriegt alle Steine. Ja. Tippedetilhop, tap, 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 springen und springen und springen. Die hoppelt wirklich diese Nase um den Sommer. Lauf, Meadows, lauf! Hoppedi, 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 hopp, hopp. Ohne Scheiß, die hoppelt wirklich so eine Hase rum, sag mal. Kann die Kamera nicht drehen, das ist ein bisschen doof. Muss halt so laufen. Huch. Ein bisschen anstrengend. So, the present I want to give you is. A wind glider. Habe ich schon, danke schön, brauche ich nicht, danke. Outriders use them to ride the wind, and the people of Mondstadt love using them too. I brought you here to give it to you, so you can experience it right away. Oben wartet Kenan im Schloss. Oh, bitte nein. Oh, you're really excited about these wind gliders, huh? Well, that's because the wind is the heart and soul of Mondstadt. Alrighty then, enough talk. Let's give it a whirl. It's easy to use, but you still need to pay attention to my instructions. Mhm. Oh Gott, Tutorial-Zeit. Ja. Oh Gott, drücke W, um deine Figur vorwärts zu bewegen. Okay. Hui. Das ist gefährlich und funktioniert nur im Spiel. Auf keinen Fall nachmachen. What? Was ist das für eine Anzeige? Wirklich? Hui. Kein Fall nachmachen. Euer fucking Ernst? Ist das witzig, ey. Kein Fall nachmachen, nicht vom Gebäude springen. Nein, nein. Falsche Drache. Hui. Kann er Hyperstrahlen schießen? Oh, der brüllt nur ein bisschen. Ah. Jetzt ist es nicht, es gibt Luft-Combat. Oh, bitte nein. Bitte kein Luftcombat um Himmels Willen. Alles nur nicht das. Huh? How are you staying afloat like this with just a wind glider?
yourself grasping the wind. Harness its energy. What? Is this a fucking shooter? What? Was sind wir hier? Kid Icarus? Hey, what the fuck? Wow. Okay. Warum soll ich den Drachen abschießen? Das hat er falsch gemacht. Er ist nur ein Drache. Es ist auf jeden Fall Kid Icarus. Bye bye, Drache. Das ist interessant. Are you hurt? You've actually got the power to go up against the dragon. Are you a new ally? Or a new storm? Ich weiß nicht. Ich bin nur Gebirges. Storm Terror is attacking Mondstadt itself. Warte mal ganz kurz, ich versuche mal was zu machen. Der will nicht, der will doch. Will er. Will er jetzt? Ist ein bisschen dunkel, vielleicht mal gerade. Warte mal. So. Das ist irgendwo einigermaßen besser. Zum Sitzen. Ja. Kaya, Traveler, you've come at the right time. We must. Der Typ ist irgendwo semi-irgendwo einfach nur ein Arsch. Hold on, Amber. Are you perhaps forgetting to introduce us? Oh, right. This is Kaya, our cavalry captain. Hi, Kaya. Kaya, ja, ne? These two are travelers from afar. From afar. Is that all we know of them? Long story short. Ganz ehrlich. I see. Welcome to Mondstadt. Though you haven't arrived at the best of times, I'm afraid. Oh, was du nicht sagst. I understand the anguish of being separated from family. I'm not really sure why you're looking for the Animo God. But everyone has their secrets, right? Relax. I won't press you for more. Wieso glaube ich, dass Dolche benutzt? First and foremost, on behalf of the Knights of Favonius, I would like to extend our thanks to you for your help just now. Können wir schlecht dastehen und dem Unglück zusehen, ne? Das wäre echt scheiße. Your fight to defend the city against the dragon just now was witnessed by no small number of citizens. The acting Grand Master of the Knights of Favonius is also very interested in meeting you, and formally invites you both to our headquarters. Figurenzierde? Figurenzierde ist verfügbar. Jesus, warum geht der Text immer so schnell weg? What the fuck, lass mich doch den Scheiß mal durchlesen. Das gibt's doch nicht. Ah, Figurenzierde. Was ist das? Ah, Anfängerschwingen. Flügel Kameradschaft und was ist das? Flügel Niederkunft. Besondere Belohnung für Spieler auf PS4. Ah. Ach komm, warum kriegen die PS4 Leute so einen coolen Flügel? What the fuck? Doink. Wow. Okay, das haben sie nicht übersetzt bisher. Von mir aus. Also es gibt anscheinend 20 Level. Stufe 4 von 20. 3 von 20. Okay. 20 Charakterlevel, das geht in Ordnung. Das ist eine angenehme Zahl. Nach da unten müssen wir hin. Bam 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 bam. Gleit kostet auch Stamina, das ist Bullshit. Ander Anflug. This seems to be the Knights of Favonius headquarters. Let's head in. Neue Nachricht? Was? Neue Nachricht? Was für eine neue Nachricht?
Umfrage zu Spielgewohnheiten für Spieler von Genshin Impact. Damit die Spieler neue Inhalte bereichern und die Qualität erhöhen können, hat Paimon eine Umfrage vorbereitet, zu der du unten gelangen kannst. Aber abgeschickt kann die nicht mehr geändert werden. Aha. Dankeschön. Mach ich später. Das mache ich später. Klopf, klopf. Paimon, deine allerbeste Reisegefährtin. Oh. Ist ja niedlich. Niedlich. Jean, what's the hurry? I thought we agreed to meet them here. There have been sightings of storm terror outside the city. Once we meet, we must... Relax. I'll lend a hand when the time comes. Jean, I brought them. Servus. And once it was over, I brought them straight here. Kleinigkeit, die ich machen werde. Ich mach mal ein bisschen näher in die Ecke ran. Ah. Damit man den Text auf jeden Fall nur sehen kann. Mondstadt welcomes you, Windborne Travelers. Mhm. I am Jean, acting Grand Master of the Knights of Favonius. This is Lisa, our resident librarian. Schon viel mitbekommen von dir. Oh. Are you sweeties here to help us out? You're both so adorable. Wow. Sadly, the timing is regrettable. Storm terror has caused quite a ruckus in the region since its recent resurgence. Simply put, Mondstadt's elemental sphere and ley lines are now akin to a yarn ball in the paws of a kitten. Mm-hmm. For a mage, it couldn't get much worse. My skin is one elemental particle away from a full-blown breakout. Meine Haut ist ganz rau? What? Jesus Christ. Why? If it weren't for this interference, the Knights of Favonius would have better ways to help you than just putting up missing person posters. We simply ask that you repose in Mondstadt while we help you seek out your sister. Das werde ich natürlich nicht allein im Ritterorden überlassen. Super, gib Bescheid, wenn es was Neues gibt. Wo kann ich schlafen? Hey, don't be such a slug. We should be a part of this too. Oh. Good. In that case, we need a plan. With Storm Terror now directly attacking Mondstadt, we may have an opportunity to cut this problem off at the source. Lisa has revealed the sources of Storm Terror's power with her detection magic. Is that so? They're located in the abandoned Four Winds temples. Mm-hmm. Storm Terror's ability to whip up these kinds of storms can be attributed to it drawing power from the temples. Our objective is to deal with three of the four temples. Warum nur drei? Warum nicht alle vier? I trust everyone understands why we are only dealing with three. Nein, jetzt sehen wir warum. Paimon doesn't. Einheimisch ist das sicher klar. Knights of Favonius, time is against us. Erzähl ruhig nicht warum, okay. The storm is rampant. There's no point in maintaining a defensive position. All right, we need to take initiative and act before the situation escalates. Gebet? Du kannst nur beten? Schick deine Wünsche in die Welt. Okay. Der Händler ist nun verfügbar, gibt den Sternstab und Sternglanz gesammelt als neue Form. Drücke F3, um zu beten. Warum zum Teufel würde ich das machen? Ich muss wahrscheinlich machen, oder? Ah, shit. Scheiße, geht überall alles ab. Ich muss es machen. Beten! Ach, ist das das Sketcher-Ding? Das Sketcher? Ah, das erklärt natürlich einige. Wanderlust. Alles in Ziehungen hältst du sicher Objekte mit mindestens 4 Sternen. Aha.
Wie, wo, was würde ich wo, wie, wann ziehen? Ich hab 11 von den Dingern. Ich kann also 2 Gebete machen und ein Gebet. Oder das nutzen für eine mögliche 4-Sterne-Einheit. Why? Huh. Ach, ich hält nur L bei einer 10-Erziehung. Huh. Warte, warum zum Teufel würde ich das... Warum zum Teufel würde ich das machen wollen? Okay, da brauche ich Jeff mal. Ja, Jeff Meister, kommen Sie rum. Ja, das muss mir erklären, was zum Geier. Aha. Gebete sind für Anfänger immer verfügbar, während die Reise vorhin ist. Okay. Das sind 10 Erzählungen, gibt es denn aus? Basenwahrscheinlichkeit zum Ziehen einer 5-Sterne-Figur beträgt 0,6%. Damn. Hauptsache 3 Nachkommastellen, was für Arsch ist das? Basiswahrscheinlichkeit zum Ziehen 4 Sterne sind 5,1%. Die Gesamtwahrscheinlichkeit mit Garantie 13%. Nach höchstens 10 Gebeten hätte man dann auch auf jeden Fall eine 4 Sterne Figur oder besser. Ach du heilige Wach. Ich habe noch nicht gezogen, nein. Okay. 5 Sterne sind Kigging und Kekking, Kiki, Jean, Mona und Diluc. Weißt. Und hier. 90 Gebeten hätte man dann auf jeden Fall ein 5-Sterne-Objekt. Es sind also dieselben Figuren drin, nur da hat man auch Waffen. Okay. Ich habe noch nicht gezogen, ich habe keinen Schimmer. Ich denke mal, dass das Gebet für Anfänger einfach mal sich lohnt zu machen, oder? Aber man kriegt automatisch dann Noel hinzu. Scheinbar. Lohnt sich? Okay. Let's go. Schlagfestes Argument. Hey, das ist ein Hammer. Das ist ein Boge. Ein Schwert. Noch ein Schwert. Steinschleuder? Ey, das ist genau mein Bogen. Sieht man im Vorfeld schon, was man zieht? Anhand der Farben, die herumfliegen? Geh mal davon aus, ne? Ah. Okay. Hauptsache 3. What? 3 doppelte? Das ist. Uff. Mehr oder weniger, okay. Okay. Und den Rest könnte ich einfach da reinstecken, wenn ich wollte, ne? Oder ich spare mal hier drauf. Ja, darauf sparen. Ich weiß ja nicht, wie man die bekommt, die Dinger. Okay. Schauen wir mal. Einmal schon von Funk, der ist. So. Schauen mal. Escape Shop. Eigentlich Shop? Wo ist denn der Shop? Bitte? Händler. Da kommen wir einfach da rein, okay. Ach da. Bin blind. Scheiße. Mondsegen. Eieieiei.
Schenkhändler? Ist Güterpaket für Anfänger und Fernreisende. Ach du Leidige. Da, verwobenes Schicksal. Aha. Was ist der Unterschied zwischen einem verwobenen Schicksal und einem vorbestimmtes Schicksal? Sternglanz? Habe ich nix. Oh, ich kann sogar eins kaufen. Nicht jeder Banner braucht dieselben? Oh. Das ist hart. Da können wir einen kaufen. Ich glaube, das war vorher bestimmte Schicksal, um dazu ziehen. Eins. Uiuiui. Man kann Materialien darüber kaufen. Okay. Zeit bis Aktualisierung 13 Tage, 5 Stunden. Der Vogelstein aufladen. Oh, Jesus, what the fuck? Oh. Teuer der Scheiß, holy shit. Ich habe keine Ahnung, wie weit die Dingens hier irgendwo. Also, die bekommt man, wenn man gezogen hat. Als Sache zurück, wenn man schon, wenn man die Waffe hat. Okay. Schwierig. Schwierig. Schau mal. Ich bekomme allgemein den Kram. Okay. Also man bekommt das Zeug und kann, dadurch, dass man es bekommen hat, es wieder verwenden, um sich neue Sachen dann zu kaufen quasi als Rabatt. Theoretisch. Okay. Ah. Das sind zwei Hände. Ah. Wechseln. Ich hab drei von denen. Wow. Kann man die kombinieren oder so, die Waffen? Einen. Könnt ihr also verbessern, indem ich dieselbe Waffe reinpaddle wahrscheinlich. Cool. Aufladerate wird erhöht. Das ist nice. Ah. 12%, 15 Sekunden lang 12%. Und wenn ich den versteinern will? 15%. Okay. Kann Waffen in andere Waffen stecken als Experience und eine Waffe mit derselben Waffe fusionieren, um sie stärker zu machen. Okay, aber sonst kann man mit den Waffen nichts anfangen, richtig? Ah, okay. Ich kann also das ganze Zeug, was ich hier habe, einballern, um das Ding aufzuwerten, was allerdings nicht lohnt. Stattdessen ist es lohnenswerter, eher die Waffe zu verstärken. Mit derselben Waffenart. Richtig? Also zu verfeinern. Was wird denn da gezockt? Das ist Genshin Impact. Mehr oder minder. Es wäre halt voll chillig, wenn du einfach mal in Voice Cams, dann kannst du mir ein bisschen erklären. Das wäre halt schneller als über den Chat. Außer ich habe eine fette Waffe für den Char, die ich hochziehen will. Okay. Also lohnt nicht, die aufzuwerten. Mach mir für die anderen Waffen. Kann ich hochziehen. Call for mit Jay. Okay. Na gut. Wanna team up with me?
I should warn you, though. I don't slow down for anyone, greenhorn or otherwise. Okay. Was Windblätter angeht. As a novice within the Knights of Favonius, your understanding of the wind is absolutely crucial. Leave the advanced Windglider training to me. Okay. Was immer du sagst. Wanna team up with me? With Jean by our side, nothing can stand in our way. At least, that's what I wanna say. But I can't keep spouting that same old line. She always dashes headlong into the heat of the battle, and we want her to take better care of herself. I really hope that one day I can look Jean in the eye and tell her she doesn't need to worry anymore, because we have her back. Meine Güte. Theatralisch. Ach, die redet gar nicht. Wir gehen gegen den Sturmschrecken vor. Its change in size and power really is suspicious. Der Drache ist größer und stärker geworden. What the fuck? But for the Knights of Favonius, our priority is to deal with the aftermath of this attack. Mhm. The Grand Master entrusted the Knights of Favonius to me. I can't let him or the people of Mondstadt down. I must get to the bottom of this. Was ist eigentlich mit Amber los? I heard you and Outrider Amber had a misunderstanding. Please forgive her. She was just doing her job. Talk to Amber sometime. I'm sure you'll like how energetic she always is. Zuständig für Bücher und Unterlagen der Bibliothek. Kann ich irgendwie helfen, mein Süßer? Gott. The monsters out in the wild? We've got many resources here in the library. Auf Englisch macht Lisa keinen Spaß. Making good use of elemental advantages is the key to winning any battle. By the way, would you be interested in having a part-time job here? Jesus, sie hat so ganz leicht, ganz leicht gerade einen Problem mit der Stimme gehabt. Holy shit. Uff, uppig. We just need more people. Okay. Wir brauchen einfach nur Leute. A way to fight against storm terror? I'm sorry, but there's no way to do it alone. Judging by the level of its animal power, it's definitely not an ordinary creature. I could teach you some elemental basics, so you'll have an idea of what I'm talking about. Hm. Wow, man kann einfach die Bücher einsammeln. Das ist nice. Bücher sammeln. Woohoo! Meins. Joink. Noch mehr Joink. Wenn ich mal jemals lesen wollen würde. Das ist noch ein Buch. Nein. Thanks again. Tschüss. Tschüss. So. Hey, mein Freund. Ja. Heading out? Ja, so. You're not bad with that wind glider. Your gliding style seems familiar. Von trägst du eine Augenklappe? My eye patch. Wanna hear my story, eh? Ja. I didn't have time to introduce myself properly. Well, it wasn't on my mind to begin with. My apologies. I'm Kaya, cavalry captain for the Knights of Favonius. Ich hab gar kein Pferd hier gesehen. We can talk more after we get things sorted. I know a great place more fit for a chat. Der ohne Scheiß mit der Musik und allem drum und dran. Er hat so Your gliding style seems familiar. Keine Ahnung, so eine Art Aura an sich, die mich ein bisschen an Octopath Traveler erinnert, also an Furion. Gerade mit der Musik zusammen, das ist irgendwo cool. Ja, mega cool. Warum ist Jean stellvertretender Großmeister? The Grand Master is currently off leading an expedition, so the Master, Jean, has stepped in to oversee the Knights while he's gone. Okay. Hence, you'll hear many refer to her as the acting Grand Master. When the Grand Master left, he took the vast majority of our Knights with him, leaving the acting Grand Master with far more responsibility and stress. Vier Fünftel Armee mitgenommen? What the fuck?
Come to think of it, it must have been difficult for Jean. Alter, welcher Typ nimmt ein 4/5 der Armee mit? Seid ihr doof oder was? Wow. Oh, das ist ein großer Raum. Hallo? Kommen wir nicht rein. Na, ich weiß mit den Inventar-Dingens und so, ist gut. Hallo? Oh mein Gott, so viele Bücher. Buch, 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 mein Buch. Mach mir zur Aufgabe, jedes Buch in dem Spiel hier zu sammeln. Ohne Scheiß. So viele Bücher. Ah, da war eins. Bum, 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 bum. Buch, Buch. Oh mein Gott, das sind so viele Bücher. What the fuck? Was haben die in diese Bücher reingeschrieben? Jetzt mal ohne Scheiß. Ich meine, schau das mal an, diese Liste. What the hell? Löwenzahn und Löwenzahn. Bam, badam, bam. Bam, bam, badam, bam, badam, bam, bam, badam, bam. Löwenzahn. Schicke Schild. Schicke riesige Schwerter. sonst noch irgendwelche Bücher hier? Nein, keine Bücher. Okay. Lass mich raus, Jo. Was war denn da oben? Oh, what? Eine unsichtbare Barriere am Arsch. Ich darf doch nicht hochgehen. Was ist denn das für ein Dreck? Oh. Buh. Der Ogerstein. Yay. Mehr Zeug. Ja. Mehr und mehr Zeug. Was machst du mich mit Urgestein noch gleich? Eine seltene Währung. Uiuiui. Oh, wir sind schon gleich Mitternacht. Ich weiß nicht, was wir in dem Spiel momentan halten soll. Es ist halt, es ist recht langsam. We could start by going to Mondstadt's blacksmith. Blacksmith! Ui! Soll mal Menü öffnen. Die nervt wieder mal. Soll meine Waffe anschauen. Stärken. Automatisch auffüllen. Oh, nö, danke. Wer braucht man für die Story? Das ist eine gute Frage eigentlich. Jeff, erklär mal. Was? Das kann ich jetzt stören. Inkonsistenz! Nee. There's the blacksmith. Goddammit. Wagner! Wagner, ich soll mit dir reden. Why? Ist das denn die Größe von Paimon? This is the first Paimon's heard about it. What, so you want Paimon on the front line now? Ja, kämpfe. She's a tiny one, isn't she? Wow, he does bespoke weaponry? Of course. I sell weapons, make them to order, and do refinements. All in the job description for a blacksmith. Huh. All you need is the ore. Immer das Erz. Anywhere. Everywhere. Toll. Überall. You look confused. Listen, I'll tell you where the nearest deposits are. Bring some back and I'll help you forge what you need. Okay. No need. I have other things to do. Das ist quasi unsere erste Quest, oder was? Zeitquest. Das ist einfach ein Schmied. Die sind immer ein bisschen rummelig. Ah, okay. Vorbereitungshalber Weg. Drei Brocken Eisen finden. Liste vom Tempel treffen. Vom Tempel treffen, vom Tempel treffen. Okay. Welches Schwert?
Okay. Spuren Erfahrungspunkte. Scheiße, was man alles bekommt an Zeug, ist Hammer. Ist voll übertrieben eigentlich. Ich kann aber nicht weiterlaufen, während ich da. Goddammit. Eine Sache muss ich auf jeden Fall nachschauen in den Einstellungen. Brabber-Steuerung. Ja, das hätten sie ruhig machen können. Eine Autolauf-Sache hätten sie ruhig einbauen können in das Spiel. Aber muss gestehen. An der Stelle. Das ist für ein Free-to-Play-Spiel eigentlich schon echt. Das ist schon recht groß. So viel Aufwand und alles. Das Spiel hier war kostenlos, genau. Ach, hier ist Ember. Hallo, Ember. This is it. One of the deserted temples of the Four Winds. These temples have been left to waste for years now. The people of Mondstadt almost never come here. There's a chance there's a monster nest or Hillitrol camp inside. Kein Ding, haben wir weg. Even Storm Terror has given up on its own temple. Du meinst Sturmschrecken? Hat sie gerade gesagt. Wen hat man den Tempel errichtet? Yes. Ah. I also find it hard to accept, but Storm Terror was once one of the Four Winds. Hä? Hä? Wait. Did you just feel that? Nö. The wind here. Something's off. Let's go in and take a look. Be careful. The dragon's power is disturbing this area. Dungeon-Zeit, I guess. Bei der Leitung ist 3 Tage für den Download. So groß ist er nicht. Die Erkundung brauche ich Truppenstufe 20. Das sie machen, ne? Tief im Tempel des Falken. Herausforderung für Einzelspieler. Yay! Ja. Schauen wir mal. Da schauen wir mal rein, was das bringen soll. Eieiei. Wo ist der Eingang? Die Kamera nach oben ist echt grausam. Ich muss das immer. Nein. Ich würde gerne mal ins Dingens gehen. Menü? Kann ich nicht ins Menü rein? Das ist ein Witz. Wow, I can see so far into the temple. Okay, Ember hat die Fähigkeit, einen gezielten Schuss abzufeuern beim Zielen konzentrierter Kraft, was den Fall nach Vollaufladung die Pyrokraft verleiht. Lasse brennbare Dinge in deiner Umgebung mit Hilfe von Pyro-Fähigkeiten in Flammen. Okay. Das auch? Ja, sorry. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. So viel Material, was hier rumliegt. Also steuerungstechnisch könnte es ein Stück besser sein. Ja, da kann ich hier nicht. Aber, ja. Ja. 30 GB, das kriegst du doch relativ
Wow. Relativ schnell eigentlich durch. Wende den Inventarblick an, um die elementare Beschaffenheit der Dinge in deiner Umgebung in unterschiedlichen Farben zu sehen. Grün steht für Dendro-Effekt, anfällig für Pyro-Effekte. Oh, what? Monster mit Tollschäden gehört zur Dendro-Kategorie, die du mit Pyro-Effekten schutzlos dastehen lassen kannst. Das Mausrad gedrückt halten. Oh, what the fuck? Are you shitting me? Keine fucking Ernst. Boom, Headshot! Oh, Jesus. Der ist ganz schön weit weggesprungen, Kollege. Ah. Der resettet sein Leben nicht. Okay, easy. Oh nein, das ist ein Horn. Explosive puppet Barret Bunny. Oh, fuck. Oh shit. Let it rain. Ihr brennt. Oh. Oh. Easy. Nice, zwei Händer. Easy. Schwing, 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 schwing. Das ist cool. I must leave no stone unturned. Cool. Schauen, kann ich ihr schon eine bessere Waffe geben? Wechseln. Oh ja, ich habe ein paar tolle zwei Händer. 39. Ah, oh, der hat ein bisschen weniger. Söldner zwei Hände? Ach komm schon. Ach komm schon, das ist doch so obvious, aber was das angelehnt ist. Weißes Großeisenschwert. Wenn wir besiegen, 8% LP wieder her, das ist nett. Das ist VTD. Ist es Vitalität? Das erhöht den Angriff? Und Bewährtheit von Feuer und Blitz. Erhöht von Pyro- und Elektro-Effekten betroffenen Gegnern den zugefügten Schaden. Oh, erst brennen und dann das machen? Ich nehme das schlagfertige Argument. Hier, komm, drauf. Schlagfertige Argumente sind gut. Na da, Steinschleuder, KT, Hit. Also. Erhöht den Schaden bei Treffen mit Standardschüssen und gezielten Schüssen von 0,3 Sekunden nach Abschießen des Pfeils um 36%. Verringert den verursachten Schaden ansonsten jedoch um 10%? Das ist Bullshit. Heilt. Und der hat nochmal so Schaden generell. Erhöht den von Hydro- oder Pyro-Effekten betroffenen Gegnern Schaden um 12%. Da sie generell Feuer macht. Easy. Was ist das? Das passt. Gehen wir hier einen schönen Bogen. Du. Yes, na komm. Ach, die Kiste ist kaputt. Ist aber drin. Ist nichts drin. Schade. Hallo. Ja, gut. Oh, fuck, da oben ist einer. Nice. Junge, Junge, zwei Hände. Uiuiui. Are those explosive barrels over there? Ach, das ist Bullshit. Das ist unfair. Mit einer Cutscene. Hi. Hi. Geht. Peace. Sonst noch was versteckt hier? Nein? Okay. Hm.
Ich bin generell ein Freund von Dungeons. Generell. Immer gewesen. Und wird es immer sein. Story ist schön und gut, aber Dungeons. Ja, ne? I'll catch up. Dungeons müssen. It's so high. Seems like there's something up there. Das ist irgendwas mit Feuerelement. How do we get across? Isn't this a pyro monument? If we hit it with a powerful pyro attack, easy, we might trigger it. Oh, haben wir da irgendwas versteckt? Ist nichts versteckt? Bullshit. Ist noch was versteckt haben hier. Oh ja, Pro. Oh, die verstecken doch überall über Zeug. Immer. Außer da. Shit. Dragon's Breath. Is that where the power is coming from? Great, let's smash it. Was? Nein, warum? Ups. Phew, I'm tired. Hättest du einfach raustragen können? Weiß ja nicht, also draufhauen scheint nicht die gute Art und Weise zu sein, dass... Okay. But at least this way we've helped Jean out. Denkst du? In the past, we were at least able to defend the city and keep it safe. This, of course, is mostly thanks to Jean. Mhm. But now with Storm Terror directly attacking the city itself, the winds change. So too should our tactics. Klingt sehr philosophisch. It's what Lisa likes to say. Speaking of which, the four winds we were discussing earlier. If you want to learn more about our history, you can ask Lisa. I'm not saying I don't know our history. It's just... I mean, a librarian is supposed to be more knowledgeable than an Outrider, right? Uff. Uff. Das ist groß Uff. Das ist groß Uff. Das ist groß Uff. Sphäre verlassen? Da ist bestimmt irgendwas, oder? Hä? Hey. Kann es nicht gewesen sein, das ist doch... Ich meine, gut, es ist ein Story-Dungeon-Anfängerzeug, aber okay. Hm. Wie kann man sich selber so hart bashen von wegen... Ja, die muss doch mehr wissen als ich, die ist doch schließlich Bibliothekarin. What? What? No? No? Wie kommen wir auf sowas? Wie kommt man auf sowas Grandioses? Ist ja der Hammer. Eieiei. Hey, Amber. What? Ich wollte gerade sagen. Mal hier schön Brathähnchen, rohes Fleisch. Jawohl. Zeig mir, wo der Wind hinfährt. Keine Ahnung. Ah, wohin führst du mich? Ah, da vorne ist das Ding. Was Feines gibt's zu mir? War grad was. Oh, Jesus. Kiste. Kommst du wohl her? Ist doch nicht. Ich habe die ganze Zeit irgendwas, das hier rumgefleucht ist. Genau gesehen. Zeug. Ärgerliches Zeug. Oh mein Gott, wie nah man ranzoomen kann. Aber nicht weit raus. Ah. Gut. Neues Gebiet. Da ist das auf der Karte angezeigt. Was ist denn da direkt vor mir? Da ist ein Stern. Ach, da oben ist ein Ding. Was? Wie soll ich denn da rankommen? Wait.
wind things. Let's head back to the Statue of the Seven at Windrise and offer it to the gods. Okay. Well, you should come with me. Paimon will tell you about the rest later. Was ist das so ein Ding? Wir geben das mal ab bei der Statue. Let's make an offering and see if the gods respond. Dann weiter. Offen steht dir diese Welt, wenn Edelmut dein Herz erhält. Oh wow. Das ist mehr Karte, als ich erwartet hatte. Ich will da hinten hin. Keine Insel, die so macht, ja. Hast reingeschaut. Okay. Statue anbeten? Ach du Scheiße. Was? Ausdauer um 7 Punkte erhöht. Abenteuer XP mal 80? Mal 80? Burgestein. Animusiegel. Opfern. Okay. Mach das? Okay. Ich hab noch eins für das andere Gebiet, kann ich auch noch nutzen. Der schwingt. Na gut, für den nächsten brauche ich noch mehr. Can you feel the blessings of the seven? In Mondstadt, people call them animaculi. Okay. They can be fitted into the statue's eye. Huh. Some stories say the statue's eyes originally had gems that were taken by swallows, but animaculi never had a physical form from the start. People with visions collect them to offer to the statues as blessings. Verbindung zum Server wiederhergestellt? What? Ich hab die Verbindung nie verloren gehabt, du. Hanse. Der hat wohl die Verbindung zum Server verloren. Lukas Problem gerade auch. Ja, da ist wahrscheinlich der Server gerade irgendwo down. Die machen gerade wahrscheinlich irgendwo Serverarbeiten. Ja. War zu warten. Hey, aber ich mache erstmal dann für jetzt Feierabend mit Genshin Impact. Interessantes Spiel zum Reinschauen. Naja, das Spiel wird das schon speichern, klar. Ist ja schließlich ein MMO, mehr oder minder. Ich weiß nicht, wie genau wie das sein soll. Aber wir machen vorher jetzt mal Feierabend. Also Feierabend, machen wir vielleicht morgen weiter. Schauen wir mal. Es ist interessant. Es ist interessant. Muss noch ein bisschen reinblicken, wie ich zum Teufel das spielen wollen würde. Aber wahrscheinlich würde ich es dann ohne Facecam oder sowas spielen. Ich würde mich einfach wegmachen, ein bisschen hinschillen. Und einfach genießen. Ja, irgendwie so. Und dann geht's wieder. Na, ja, draufgeschissen. Draufgeschissen. Ich wäre auf jeden Fall bereit, es ein bisschen mehr zu spielen. Weil ich will auf jeden Fall mal sehen, wie die Dungeons aufgebaut sind insgesamt. Und ob die Gegner ein bisschen herausfordernder werden, weil ein Spiel, was einfach mir Gegner hinstellt, die ich wegklatschen kann, wie Warrior-Spiele, bin ich nicht so sehr der Freund von. Ich brauche Gegner, die mir auch ein bisschen was antun können, so ein Stück ein bisschen. Ja? Oder Rätsel, die mich auch ein bisschen zum Grübeln bringen. Wie auch immer. Überlassen. Bye bye.